Und damit herzlich willkommen zum 11. Teil unserer Reihe von The Darkest Dungeon. So, wir sind immer noch hier leicht orientierungslos in unserem Bossfight Dungeon. Unsere Aufgabe ist es, die Sirene zu töten. Und die Frage, die ich mir stelle, ist die Sirene eventuell schon hier? Oder dürfen wir den gesamten Weg hier nach oben zurückgehen, um die beiden Räume noch zu erkunden? Wir werden es erfahren, wenn wir uns auf den Weg machen. Dem Sinne, auf geht's! Wir wissen leider nicht, was uns erwartet. Wir haben kein Erkunden-Event. Marschieren einfach mal vorwärts. Falle. Ja, 4. Nee. Machen wir mal so. Ja, so. Dann schaffen wir noch gut 2 Hunger-Events, falls sie kommen sollten. Die lassen wir schön sein. Einmal Licht und dann bitte ein Bossfight. Bitte, bitte. Das sieht sehr, sehr gut aus und auch gleichzeitig sehr, sehr hässlich. So, was haben wir denn hier? Sie hat eine Muschel in der Hand und ein kleines Lichtchen und ekelhafte Zähne und einen Stern im Haar. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was hier alles für uns auf Lager hat. Sie hat auf alle Fälle 2 Aktionen pro Runde. Das ist schon mal nicht so schön. Ziemlich viel Health. Ja, und ziemlich gute Widerstände. Schauen wir mal, sie wird bestimmt wieder Gegnertypen auch beschwören. Wir markieren sie erstmal. Wir vergiften sie. Gut. Sie ist markiert. Ja, Bluten ist wahrscheinlich sehr hoch vom Widerstand. Genau, plus 30% gegen gezeichnet. Schöner Angriff. Was passiert jetzt? Holy shit, what the fuck? Sie ist weg! Sie ist da drüben! Wie kommt sie wieder rüber? Okay. Gut. Kann ich jetzt angreifen? Kann ich sie nicht. Na ja, gut. Würde ich jetzt auch gar nicht wollen. Ja. Wir hauen einfach mal weiter aufs Maul. Eine schöne 10 rausgeprügelt. Nächster Aktionspunkt. Ah, ganz klassische Gegnerbeschwörung. Wie lange bist du jetzt da hinten? Hallo? Komm wieder her. Nein! Nein! Sie greift tatsächlich uns an. Oh mein Gott. Ausgewichen wichtig. Nicht du sie angreifen. Komm wieder rüber. Aber wie? Was kann ich tun? Oh Gott, ich bin so hilflos. Okay. Einfach dich beirren lassen und die Sirene möglichst schnell down kriegen. Würde ich sagen, wir bleiben bei der Attacke. Ja, 16. Sehr, sehr gut. Plus Gift. Ausgewichen bis auf einer. Der blutet. Okay, bisher kann man mit allem arbeiten, was hier passiert. Opferstoß nehmen wir auch mal. Ausgewichen. Verdammte Axt. Das tat weh. Hauptsächlich Stress. Okay, okay. Haben wir noch einen Verband für dich? Haben wir. Einmal die Sirene bitte. Gut. Ah, da bist du ja wieder. Ja, es tut mir leid. Das kam ein bisschen spät, nachdem du ihn vergiftet hast. Weiter vergiften. Und zwar die richtigen, bitteschön. Mist. Widersetzt, widersetzt. Hier. Noch gezeichnet. Das, nee, nicht gezeichnet. Mein Fehler. Einmal ausgewichen. Wunderbar. Hör auf, dauernd sie jetzt rüber zu ziehen. Oh mein Gott. Warum sie außerdem dauernd? Wobei, lieber sie als den Heiler. Fällt mir gerade ein. Gut. Die geht ja noch, die Attacke. Jetzt ist er allerdings in der dritten Reihe da hinten.
unglücklich. Aber den Fisch, naja, nicht ganz weg. Um eins müsst ihr mich verarschen. Gemeinsam mit meinen Liebsten. Du ziehst diese Sirene unserer Heldengruppe vor. Komm wieder rüber. Immerhin kann er die dritte Reihe attackieren. Bitte tu dies. Bitte erledige diese Sirene endlich. Und du dahinter, dann Artillerie, die lohnt sich jetzt in dem Fall. Können sie leider nicht vergiften, das kann wirklich nur sie. Und sie ist gerade hier beschäftigt, schaut sich den Kampf von der anderen Seite an. Glücklicherweise freue ich mich für sie. Ja, ich mache doch nicht unsere eigenen Dings, das bringt nicht übers Herz, dass ich unsere eigene Heldin angreife. Machen wir den Fisch da vorne weg. Nochmal einer weniger. Danke. So, jetzt nochmal ganz ruhig. Sirene, du lässt jetzt unsere Leute mal da, wo sie hingehören. Und Sirene, dich werden wir auf deinen Platz zurückverweisen, an dem du hingehörst. Indem wir dich einmal vergiften. Dankeschön. Ja, jetzt hat's ja langsam, hat der Spuk ein Ende. Ja, ja. Das dürfte es doch langsam sein. Attackieren wir. Und damit, meine Freunde, haben wir unseren zweiten Bossgegner besiegt. Aber what the fuck war das, dass einfach unser Held auf die andere Seite wechselt? Crazy, crazy. An und für sich haben wir es aber sogar mit dem Stress ganz gut hinbekommen. Bluten. Ja, wir gehen jetzt eh gleich aus dem Dungeon raus, denke ich mal. Der Wachenknecht bekommt eine Augenklappe der List und eine Pfeife der Gewandtheit, der Hundemeister. Sacken wir uns gerne ein, haben wir noch genau zwei und dann würde ich sagen, kehren wir diesen Dungeon auch schon den Rücken. Unser himmlisches Kruzifix haben wir ja auch noch eingesackt. Ja, das war doch mal Cash in the Tash. Plus hier mehr als 10.000, 11.000 circa. Jede Menge Wappen. Die haben quasi ihre Meereshöhlen mit Wappen tapeziert. Aber auch wichtige Urkunden, die wir gleich in die Kutsche investieren werden. Aber zuvor verabschieden wir in diesem Sinne Bene aus den Einser Dungeons. Auch er ist ein Dreierheld geworden. Die anderen stehen kurz vor der Schwelle zu dem Punkt, wo sie ein Dreierheld werden, ein Veteran. Schauen wir mal, welche Eigenschaft er bekommt. Begabter Kämpfer, plus 5 Präzision, sehr gut. Bene wird schon ganz schön massiver Held, muss ich sagen. Der gute Basti hat eine Zoophobie. Kämpft nicht gerne gegen den Typ Bestie, weil er da 20% mehr Stressschaden erhält. Ist allerdings ein bisschen schlechter, das heißt, er trifft auch besser gegen sie. Mhm. Bisschen widersprüchlich die beiden Sachen hier, aber okay. Sylvia hingegen bekommt ein Unerschütterlich. Aha, das hat jetzt eine ersetzt. Okay. Das heißt 5 plus 5% Chance auf Tugend und ersetzt Scheusal Hasser. Naja, ja, hätte ich tatsächlich lieber das Scheusal Hasser behalten, aber wir können es ja anscheinend nicht steuern. Zumindest kann ich nichts anwählen. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Dorf. Und der Marktschreier meldet sich wieder. Hergehört, hergehört. Versammlung der Pfleger. Unter den Gästen befinden sich Experten für die körperliche und geistige Einstellung und sogar einige forensische Spezialisten. Behandlungsräume sind, also gut, kleine Übersetzungsfehler, Behandlungsräume sind kostenlos. Es gibt allerdings, glaube ich, nur einen. Halt, stopp, es gibt mehrere, wir haben sie nur noch nicht freigeschalten. Und die Krankenabteilung ist auch kostenlos in dieser Runde. Schauen wir uns gleich mal an. Hier sieht man schon, hier ist irgendeine Party am Laufen.
in die Behandlungsräume. Da können wir negative Ticks wegmachen. Krank ist keiner. Dann schauen wir doch mal unsere Haupthelden an. Das wäre... Moment, Moment. Kann man besser sortieren, wenn man sie hier einmal entfernt. Wieder zurück und wieder rein. Ach, klasse, nicht nach Stufe. Nadine, hast du irgendwas, was wir weghaben wollen? Ja, dem Dorf nur das Bordell besuchen. Zum Beispiel der Bene. Nicht am Glücksspiel. Licht unter 50 haben wir nie. Weich. Weich könnte man wegmachen. Das wäre schön. Das ist alles nicht so wichtig. Dann nehmen wir tatsächlich das Weich vom Bene. Schicken ihn einmal in die Behandlungsräume. Nehmen Weich. Und es ist kostenlos. Würde es jetzt Sinn machen, uns einen weiteren... Nee. Verringert erstmal nur die Kosten. Das werden wir jetzt nicht genau in der Runde machen. Beziehungsweise die Welt kostet es auch nicht. Und das hier verringert auch nur die Kosten. Ab wann kriege ich dann einen neuen Behandlungsraum? Wahrscheinlich dann hier. Dann wird es teuer. Dann wird es wieder zu teuer. Na gut, wir haben es probiert. Wir schauen uns jetzt allerdings die Kutsche einmal an. Wir sind ja von der Heldenliste schon wieder voll. Das ist nicht so gut. Deswegen schauen wir, dass wir auf unsere 20 Urkunden kommen. Indem wir hier alles verchecken. Ich. Porträt in Urkunde. Fehlen uns noch 5. Werden wir mit den Wappen noch schaffen, dass uns 5 Urkunden zur Verfügung stehen. Und damit können wir die Heldenunterkünfte ausbauen, wie besprochen. So, damit haben wir wieder 4 neue Slots für Helden. Leider wieder keine Pestdoktorin dabei, die scheinen aber wirklich sehr selten zu sein. Aber unser Tank, den wir schon beim ersten Mal hatten, da habe ich mir einen neuen Namen ausgedacht, da er Kopfgeldjäger ist. Und mein liebster Kopfgeldjäger ist der Dr. Schulz von Django Unchained. Und somit wird er auch hier Dr. Schulz heißen. Hat denn der für Attacken? Die kennen wir. Aber das hier, komm her, ein Fernkampf und zieht den Gegner 2 nach vorne. Interessant, blenden. Und Krähenfüße. Eine Fernkampfattacke für die hinteren Reihen. Der wirkt mir aber schon mal wesentlich besser als der erste Dr. Schulz. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Du kommst auf jeden Fall rein ins Team. Ja, noch ein Okkultist. Jetzt haben wir langsam, haben wir dann schon 4 Okkultisten. Muss jetzt gar nicht unbedingt sein, aber eine weitere Maria nehmen wir dann doch gerne wieder mit. Schauen wir mal nach Klassen. Ein Stefan, 2 Annes, einen Alex, der auch bald weg ist, wenn er in den nächsten Dungeon noch mitkommt. Das werden wir natürlich versuchen zu verhindern. Ein Dr. Schulz, 2 Bene, ich habe ja sogar noch einen, das ist ganz gut. 3 Bastis, ja, und 3 Marias mittlerweile. 3 Marias mittlerweile. Maria 3. Standard, kennen wir alles. Unheiligen Schlechter, das ist schon mal ganz gut. C-Schwäche, das ist wieder gar nicht so gut. Und schwacher Lebensmut. Mhm. Wenn die mal am Rande des Todes steht, dann wird's eng. Schneller als bei den anderen. Gut, gut. Das passt dann alles soweit. Ansonsten wollen wir für irgendwas Geld ausgeben. Es hat sich ja zum Glück schon mal ein wenig erhöht, unser Geld. Aber so dringend Leute verbessern. Ich meine, was kommt jetzt als nächstes? Für 3er Dungeons haben wir noch nicht genügend 3er Helden. Und alles andere macht dann eher Sinn, 0er Helden hochzuleveln. Schauen wir nochmal unser Inventar an. Hauen alles von den Helden raus. So. Und bitte nach Seltenheit einmal sortieren. Denn das hier. Ja, plus 1 Geschwindigkeit. Naja, ja, kann man schon mal mitnehmen.
Für den Hundemeister ist es gar nicht schlecht, denn das in Kombination mit diesem Hundemeister ist natürlich auch wieder so ein ausweichendes Monstrum dann. Jedoch zwei Augenklappen. Ah, muss das sein? Allerdings brauchen wir das Geld ja jetzt auch nicht so dringend und unser Kruzifix. Boah, das würde gut Geld bringen. Mal minus 20% maximale LP gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Ja, naja, wir haben jetzt keine Lotus zu verkaufen. Wir sind nicht in Geldnot. Wir haben jetzt gar nicht mal die großen Investitionen geplant. Dementsprechend können wir uns ja schon mal so leicht in die Richtung orientieren, wo wir denn als nächstes hingehen. Denn auch hier kehre ich den Meereshöhlen den Rücken nach dem Bossfight. Und ich glaube, wir werden uns als nächstes in das Labyrinth begeben. Ein Erkundungsfeldzug in ein aberwitziges Tunnelsystem. Kämpfe gegen den Feind und kehre dann mit neuen Informationen in die Sicherheit des Dorfes zurück. Schließe 100% aller Raumkämpfe ab. Wir kriegen Goldmünzen, Porträts und ein Siegel des Verteidigers für den Kreuzfahrer. Ah, okay. Ziemlich gewöhnlich. Gut. Dementsprechend soll es das erstmal wieder gewesen sein. Darkest Dungeon macht jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich würde sagen, von circa 10 bis 14 Tagen. Wir widmen uns erstmal einem anderen Let's Play. Aber wir kommen selbstverständlich wieder zurück und schauen, wie sich unsere Helden in den nächsten Regionen so schlagen werden und welche Helden auf uns warten werden. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao.